Es ist ein, wie man würde sagen, es ist ein Hammerurteil. 8 Jahre für Karl-Heinz Grasser, 7 Jahre für den zweitangeklagten Maischberger und 6 für Hochecker ist ein Urteil, das für die Betroffenen massiv schmerzlich ist. Es ist aber auch ein trauriger Tag für unsere Justiz. Denn alle Beobachter in Österreich sind sich einig, dass dieser Prozess rein auf Indizien aufgebaut hat, die sogenannte rauchende Pistole nicht gefunden wurde und sich das heutige Urteil allein auf der Zeugenaussage oder der angeklagten Aussage des Herrn Hochecker und eines anderen Polizberaters bezieht, der aus seinem Gedächtnis einen Aktenvermerk formuliert hat, aus seinem Fantasiereichen. Ich bin immer für Strenge und auch für Härte in der Justiz, aber mit Verlaub gesagt, im Zweifel immer für den Angeklagten. Das heutige Urteil ist eher insofern widersinnig, zumal alle Beobachter die letzten 8 Jahre gesagt haben, außer Indizien wurde kein einziger Beweis auf den Tisch gelegt. Jetzt ein bisschen Parteilichkeit bei Ihnen mit, Herr Gross. Sie sind immerhin ein ehemaliger Parteikollege von Karl-Heinz Grasser. Könnte man da sagen, aufgrund Ihrer Aussagen jetzt, dass Sie doch ein bisschen eher mehr auf seiner Seite stehen? Naja, ich war also Pressesprecher des Herbert Haupt und der Herbert Haupt hat den Karl-Heinz Grasser aus der Freiheitlichen Partei hinaus exportiert und der Karl-Heinz Grasser hat seine politische Karriere als ÖVP-Finanzminister unter Wolfgang Schüssel beendet. Also die Nähe von mir zu einem ehemaligen ÖVP-Finanzminister ist ungefähr wie von hier zum Vollmond zum nächsten. Wir leben überhaupt in einem Land, ich nehme es zur Kenntnis wieder mal, sehr resignierend. Wir leben in einem Land, wo wir Terroristen vorzeitig entlassen, auf Häkelkurs und Resozialisierung schicken, damit sie 4 Leute in Wien umbringen, blutig. Aber den Herrn Grasser verfolgt man 18 Jahre lang. Das ist keine Justiz mehr, das ist eine Politjustiz. Wir leben in einer Demokratie. Es hat schon ähnliche solche Urteile gegeben. Aber mit einer freien und unabhängigen Justiz hat es nichts zu tun, aus meiner Sicht. Aber Herr Gross, wenn Sie jetzt sagen, die Richterin war befangen, weil ihr Mann etwas gesagt hat, dann streitet man ihr schon ein bisschen eine eigene Meinung ab. Das ist das eine. Und er hat ja gesagt, alle, die bei der Regierung Schüssel waren, gehören hinter Schloss und Riegel. Das würde auch bedeuten, nur weil aus der Regierung Schüssel jemand verurteilt ist, würden alle jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise korrupt sein. Das wäre ja Sippenhaftung. Das ist ja auch nicht okay. Weder der FPÖ oder dem BZÖ gegenüber, aber auch nicht der Richterin. Jeder hat ja schon eine eigene Meinung, oder? Jede Person, die die Republik Österreich entweder vor Gericht oder in Parlamenten oder in der Regierung vertritt, hat danach zu trachten, jeden Geruch der Abhängigkeit und der Unobjektivität von sich zu streifen. Eine Richterin, deren Ehemann selbst Richter solche Thesen im Internet vertritt, hat auch einen Einflusscharakter auf seine eigene Ehefrau. Jeder von uns ist in einer Partnerschaft und diskutiert das. Das hat für mich nichts mehr mit Unabhängigkeit zu tun. Das ist eine Beeinträchtigung und das hat auch nichts für mich mit Objektivität zu tun. Und wir leben doch alle in einer Partnerschaft und wissen, was bei uns am Frühstückstisch gesprochen wird und wie wir selbst unsere Meinung bilden. Wir bilden unsere Meinung mit unseren Vertrautesten. Das selbstverständlich ist ja auch keine Schande. Mit den Menschen, die wir lieben. So, und wenn eine Frau Rath hier nominiert wird, obwohl man weiß, dass sie den Geruch der Befangenheit nicht abstreifen kann, dann hat die Justiz einen Fehler gemacht. Sie hat die falsche Richterin nominiert. Die soll sich in Zukunft um die Händeldiebe in Niederösterreich kümmern, wenn sie nicht gerade mit einem verwandt ist. Das ist in Ordnung, aber sie soll nicht solche Urteile fällen. Ganz einfach. Ich hätte dieses Urteil von jedem anderen Richter auch akzeptiert. Ich bin aber der Meinung, dass jeder andere Richter in dubio pro res, also im Zweifel für den Angeklagten gesprochen hat. Und Faktum ist, Karl-Heinz Grasser konnte heute kein Tatsachenbeweis vorgelegt werden, wonach eine Verurteilung gerechtfertigt wird. Ich nehme zur Kenntnis, wir leben in einer Indizienjustiz. Ist ja auch in Ordnung. Man muss es dann halt nur sagen.